Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich jetzt hier seid, um diese einzigartige Gelegenheit zu nutzen, aus diesem Buch gleich 7 der Mitautorinnen und Autoren live zu erleben. Ja, ich bin Mike Hosang, Kulturwissenschaftler, Professor an der Hochschule Görlitz. Und ich erzähle jetzt erstmal kurz, wie es zu diesem Buch kam. Und danach uns Mitautorinnen und Autoren jeweils aus ihrer Sicht lesen ein Stück vor oder erzählen, wie es ihnen dabei ging oder warum sie mitgemacht haben. Das werden wir sehen, das ist eine Überraschung. Jedenfalls auch das erste Mal, dass wir uns überhaupt sehen, wie das heute so ist in digitalen Zeiten, haben wir das Buch in relativ kurzer Zeit zusammen vollbracht und hatten noch nie die Gelegenheit, uns darüber auszutauschen. Deshalb ist das wunderbar, dass wir heute euch als Zuschauer als Gelegenheit haben, uns jetzt mal hier darüber zu verständigen, warum wir das eigentlich gemacht haben. Ja, wie kam es dazu? Es war Ende 2022, also vor anderthalb Jahren erst, als ich irgendwo verschiedene Informationen, E-Mails oder Nachrichten häuften, relativ, wo das Wort Metamoderne auftauchte. Ich hatte das zwar schon hin und wieder vernommen, aber ich fand das irgendwie klingt seltsam und dem nicht näher nachgegangen, aber irgendwie nach der 7. oder 8. oder 9. E-Mail, die noch dazu aus verschiedenen Richtungen kam, mal von Künstlern, mal von Philosophen, mal von Sozialwissenschaftlern oder Coaches, dachte ich, das ist ja interessant. So ein Phänomen tritt so in verschiedenen Feldern gleichzeitig auf, das ist irgendwie spannend. Und fing dann an, mal näher hinzuschauen. Und war dann ganz erstaunt, als ich dann hinschaute, was da für ein Potenzial drin steckt. Und versucht ganz kurz zu erklären, denn wir sind ja hier auf unserem Symposium Bildung, KI und Bewusstsein, so mit der Frage, diese etwas chaotische Welt, die wir gerade erleben, voller Krisen in allen Dimensionen, ob das jetzt irgendwo uns depressiv machen sollte oder ob da ein Potenzial liegt, eine Herausforderung so, uns als Menschen vielleicht ein Stück weiterzuentwickeln, unsere Bildung zu verändern, um Menschen mehr Selbstbewusstsein, innere Lebensenergie, Lebensfreude vielleicht auf neue Weise darin entdecken zu lassen. Und für diese neue Welt fehlt uns ja noch eine Sprache. Wir können von Zukunft reden, aber es ist so irgendwo farblos und unklar. Und so in der Bewusstseinsforschung oder in der Zukunftsforschung gab es da so verschiedene Begriffe dafür. Es gab mal zweite Moderne und so mehr in der Bewusstseinsforschung gab es so einen Begriff wie integrales Bewusstsein, integrale Weltsicht, die decken aber immer so einen Teil ab. Und als jetzt diese Metamoderne auf einmal, wie gesagt, in so vielen Bereichen auftauchte und im Prinzip ein bisschen ähnlichen Hintergrund hat, das werden wir gleich noch sagen, dachte ich, oh wow, das könnte vielleicht dazu taugen, so uns ein Stück klareres Bild, Symbol dieser Zukunft irgendwo zu ermöglichen. Weil jetzt mal ganz kurz aus meiner Sicht, bevor jetzt meine Autorinnen und Mitautoren das vielleicht aus ihrer Sicht sagen, was bedeutet dieses Wort Meta vor allem? Das kennen wir ja ein bisschen so aus Facebook vor allem in unserer Zeit, was auf einmal sich zum Meta wandelte. Aber der Begriff ist schon viel älter. Der kommt ja quasi aus den Ursprüngen der Wissenschaft bei den alten Griechen. Letztendlich war das die Metaphysik oder konkret dahinter steckt wieder Platon, also einer der ersten Philosophen, der das Wort Metaxie verwendete. Und das bedeutet so ein bisschen, einerseits hat man das später auch so ein bisschen Dialektik genannt. Man findet den Kern der Dinge, die Wahrheit, die Wirklichkeit, nicht, wenn man sich so auf eine Seite verbohrt in einen Teil, sondern am besten, indem man das Gegenteil, genau das andere auch mit ansieht und bedenkt. Und man versucht dann, deshalb haben wir früher auch immer so in Dialogen gesprochen, und alles Bücher von Platon sind Dialoge. Da schreibt nicht einer auf, wie er denkt, sondern er redet mit den anderen darüber und gemeinsam versuchen sie die Welt zu erforschen in der Verschiedenheit ihrer Gedanken. Und das ein bisschen steckt in diesem Wort noch drin. Und B, das Meta bedeutet dann, das war auch der Sinn von Metaphysik ein bisschen, wenn man also sich dann unterhält aus verschiedenen Positionen und versucht sich zu verstehen, so passiert auf einmal, dass man sich selbst öffnet, verändert. Man kommt ein bisschen aus einer beschränkten Sicht und Gefühlswelt heraus und auf einmal ja, öffnet sich die Welt ein Stück weiter. Man kennt ja Platons berühmtes Höhlengleichnis, unsere Höhle öffnet sich und wir sind auf einmal in einer größeren Welt angekommen, nicht nur in einem größeren
Raum von Wissen vielleicht durch das Informiertwerden durch die anderen, sondern die Welt fühlt sich auf einmal offener an, größer, interessanter. So, ne? Und das alles steckt in diesem wunderbaren Wort Metamoderne. Ne? So, das, was uns gerade auch ein bisschen schwerfällt, heute so, ne? So miteinander uns zu verständigen in der komplexen Welt und ein bisschen über uns hinauszuwachsen. Also kurz entschlossen dann, dachte ich, wir gehen der Sache nach, habe ein paar Freunde gefragt, so, ob sie Lust hätten mitzumachen. Der erste war Gerald Hüter vor dem Hintergrund. Wir haben schon mal ein paar Bücher zusammen gemacht, die auch schon metamodern waren, wie das zum Beispiel. Und hier steht drauf, die Freiheit ist ein Kind der Liebe, Gerald, und die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Das war schon so ein Pendel zwischen Liebe und Freiheit. Wir haben festgestellt, ne, die gehören zusammen. Wir können nicht nur von Freiheit leben ohne Liebe, das ist irgendwie leer und kalt. Und Liebe ohne Freiheit ist auch irgendwie seltsam. Ne, also wir haben versucht, das Freiheit und Verbundenheit zusammenzudenken. Das war schon ein wunderbares Pendelbuch. Man kann das auch so von zwei Seiten betrachten. Deshalb fragte ich ihn und erklärte ihm das kurz am Telefon, was das sein könnte, die Metamoderne, und schickte so einen kurzen Entwurf. Ja, und dann kam noch als nächster Birgit dazu, indem wir uns beim Meeting in Bad Schandau, wo wir uns öfter mal treffen, da wo ein bisschen austauschten und ein bisschen im Internet surften und viele YouTube-Videos entdeckten und ein bisschen nachforschten, was da noch dazu gehört, welche Dimensionen. Unter anderem auch die Frage, ich hatte schon des Bewusstseins der Psyche, deshalb fragte ich dann Udo Börsmann, ne, den kannten wir auch schon aus früheren so Zusammenhängen, wo wir über die Zukunft nachgedacht haben, so zwischen Liebe und Bewusstsein, ob er Lust hätte, dazu was zu schreiben, ne, weil er Fachmann so für Psychologie ist oder sowas, und versuchte mal diesen Begriff des Metabewusstseins, ne, so, was ist das eigentlich? Ne? Wir hatten zwar den Begriff, aber wir hatten keine Ahnung, was das ist, dachte ich, er ist der Fachmann, der kann uns ein bisschen was sagen zum Metabewusstsein. Ja, und dann, genau, seit längerem bin ich mit Ralf so zusammenarbeiten, Professor in München, an der Hochschule München für transformative Lehre, und wir erforschen zusammen so die Kreativität. Und da ging es auch darum, oft, was hat die Kreativität für Dimensionen? Ist das quasi nur eine individuelle oder ist das quasi auch so eine universelle Primäre, wo wir mit dem Universum kooperieren? Da geht es auch um das Pendeln zwischen uns, unserem Ich, unserem kleinen Sein und unserem großen Sein. Ja, und da fragte ich ihn, ob er Lust hat, dazu was zu schreiben, hatte er auch. Und genau, dann dachten wir, wir brauchen auch was der Wirtschaft, so aus der Politik und Wirtschaft. Und dann wusste ich, dass Bernd Willhauer vom Weltethos-Institut Tübingen sich damit beschäftigt, ebenso wie unsere Finanzströme und Wirtschaftsströme nachhaltiger organisiert werden können. Und fragte ihn, und er hatte auch spontan Lust. Ja. Ja. Richtig erzählt. Richtig erzählt. Dann gab es noch fünf andere, die sind jetzt hier nicht dabei. Die lasse ich mal weg, das wird zu komplex. Und der letzte jetzt im Bund ist Karl Rosan, der Verlag mit Verlagen, wir haben uns ja schon kurz unterhalten, das ist nicht mal einfach. Ne? Die wollen damit, müssen damit Geld verdienen und gucken, ob sich das lohnt oder so. Aber wir hatten irgendwie das Glück, da zwei Lektorinnen zu finden, so, die irgendwie auch persönlich begeistert waren. Das macht es ein bisschen einfacher als sonst. Zumindest in den anderen Buchverlagen habe ich das noch nicht so erlebt, dass sich da jemand so dahinter klemmt und auch am Telefon so eine Freude spürbar ist, so eine Lust, das zu machen. Das kam dann noch dazu. So, das von denen, der Verlag, ne, kommt aus der Wissenschaft, Wannenberg und Rupprecht, aber versucht auch so in die Praxis zu gehen, von Therapie, von Beratung. Und sie meint, es wäre gut, wenn wir auch mal was Praktisches hätten. Und dann fragte ich also Karl, der sich so in seiner Wirklichkeit so mit Coaching und praktischen Lernmethoden beschäftigt, aber was dazu beitragen kann, das konnte und wollte er auch. Und dann gibt es also noch diesen Teil, zu dem er was sagen kann. Genau, und ich habe jetzt einführend so einen kurzen Überblickstext geschrieben, versucht so die Geschichte dieses Wortes darzustellen, wo das herkommt, in welchen Bereichen das jetzt so auftaucht auf einmal und was uns da so für Potenziale bieten könnte. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, das ist zu viel, das kann man in dem Buch nachlesen. Und habe auch schon genug gesagt, mir wird es einfach als nächsten, der nächste war wie gesagt Gerald Hüter, der ist dazu kam. Wie fandest du das oder warum hast du mitgemacht oder was fandest du daran besonders? Der Mike hatte mich angerufen und dann habe ich das am Anfang nicht ernst genommen, weil wir jetzt nicht noch einen neuen Begriff brauchen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gesehen, dass es eine Phase gibt in unserer Geschichte, die wird als Moderne bezeichnet. Und das ist diese Phase, wo wir alle noch daran geglaubt haben, dass sich die Probleme der Menschheit erlösen lassen mit Hilfe von Wissenschaft und Technik und entsprechenden Methoden. Und das ist unsere Moderne gewesen. Und dann haben wir das eingesetzt und dabei haben manche Leute, vor allem Künstler, gemerkt,
Das ist das, was ich mir da zusammengelesen habe. Aber vor allen Dingen Künstler haben dann gemerkt, dass dieses funktionale und nur auf Effizienz ausgerichtete Rationale dem Menschen nicht richtig gerecht wird. Und dann haben die versucht, einen Gegenentwurf zu machen. Und der heißt dann Postmoderne. Und dann haben wir seit irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts eine Moderne und eine Postmoderne. Und die streiten sich dann die ganze Zeit, wer recht hat. Und dann kommt der Mike und sagt, es gibt auch noch eine Metamoderne. Holländer hätten das Wort in die Welt gesetzt. Und das fand ich richtig gut, weil ich aus meiner Lebenserfahrung schon weiß, dass man Konflikte zwischen einer Partei oder einer Strömung und einer anderen Strömung nicht dadurch lösen kann, dass die eine Strömung der anderen Strömung eine über die Mütze haut. Also diese ständigen Versuche, dass man im Streit sich gegen den anderen durchzusetzen versucht, das ist eigentlich die Grundlage von allen Kriegen. Und das bringt nichts. Und dass man aber so einen billigen Kompromiss sucht, wie das unsere Bundesregierung ständig macht, wo alle Ja sagen und am Ende nichts rauskommt, ist auch nicht der richtige Weg. Und ich weiß deshalb, dass es eine wunderbare Methode ist, wenn man Menschen in eine Situation bringt, wo sie sowohl das eine wollen als auch das andere und es nicht lösen können. Und das heißt Dilemma. Und deshalb treibe ich Menschen sehr gerne in so eine, also sehr liebevoll führe ich sie in ein Dilemma, wo sie mit sich selbst in Konflikt kommen und dann lasse ich sie damit alleine. Und die können das Dilemma nicht lösen, indem sie den einen Teil von sich bekämpfen oder den anderen unterdrücken. Das lässt sich nur lösen, indem man selbst auf eine höhere Stufe geht. Wir würden hier sagen, eine höhere Bewusstseinsstufe, wenn man sich sozusagen über seine zwei blöden Probleme, die man hat, hinwegstellt und von oben drauf guckt. Und das ist eine Metaposition. Und das fand ich ist für unsere gegenwärtige Zeit hoch nur peinlich, dass wir aus diesem Wirrwarr der Konfrontation und der Polarisierung rauskommen. Das haben wir auch in diesem wunderbaren Untertitel hier noch gefunden, eine neue Wege zur Entpolarisierung und Befriedung der Gesellschaft. Und als wir das dem Verlag vorgestellt haben, der ist ja in Göttingen, ich habe zu denen auch schon länger in Kontakt und die kenne ich auch gut, dann weiß ich, dass die begeistert waren, weil dieser Untertitel darunter stand. Die haben verstanden, dass das ein wegweisendes Buch für ein neues Zeitalter ist. Und dann haben die gesagt, geil. Und dass die Holländer da schon was gemacht haben, ist okay, aber macht das hier in Deutschland und wir sind euer Verlag. Und dann haben die das mit einer wirklich großen Geschwindigkeit und auch sehr liebevoll und kompetent in die Fertigung gegeben. Und jetzt ist das Buch da. Ich habe da drin einen größeren Abschnitt geschrieben, der heißt die naturwissenschaftlichen Grundlagen des metamodernen Selbstverständnisses. Also es gab mal ein Selbstverständnis, wir können die Welt nach unserer Fassung und nach unseren Vorstellungen zurechtbiegen. Und das haben wir jetzt gemerkt, dass wir dabei nicht weiterkommen und dass wir uns irgendwie von diesem Machbarkeitswahn, dass wir alles hinkriegen, Anthropozän, heißt das dann auch, bilden wir uns auch mal ein, dass wir der Welt oder der Erde unseren Stempel aufgedrückt haben. Und jetzt merken wir langsam, so geht das nicht und brauchen ein neues Selbstverständnis. Das ist das, was ich immer Selbstbild nenne, also oder Menschenbild. Und dann kann man da losgehen und kann das mal versuchen, naturwissenschaftlich zu begründen. Und das hätte man in der Vergangenheit, hätte man das noch gemacht, indem man da lauter naturwissenschaftliche Befunde aneinanderreiht und den Leuten erklärt, da gibt es eine Amygdala und da gibt es Hirnforschung und ein Frontalhirn und diese wunderbaren Fähigkeiten des Selbstverständnisses sind im Frontalhirn organisiert und dann hätte ich da steigenweise irgendwas aus der Hirnforschung erzählen können. Und dann habe ich gedacht, nee, so geht das nicht. Also in dieser metamodernen Welt kann man nicht mehr so argumentieren, wie man das früher gemacht hat. Da braucht man etwas, was von einer ganz anderen Seite kommt. Und deshalb habe ich die, gibt so Vorbemerkungen und Einführungen. Und dann kommen die einzelnen Kapitel, der erste heißt von der Veränderung zur Verwandlung. Das heißt, es ist gar nicht möglich, dass der Mensch sich verändert, weil sobald sich in einem lebenden Organismus ein Teil verändert, verändert sich der ganze Organismus. Sonst wären wir kein zusammenhängender Organismus. Also brauchen wir nicht immer versuchen, andere Leute zu verändern. Das ist sowieso eine Illusion, als ob man das jemals könnte. Aber er könnte sich selbst verändern. Aber indem er sich verändert, wenn es ernst ist, ist er verwandelt. Das ist ein völlig neuer Ansatz, wo man plötzlich merkt, hey, worum geht es denn eigentlich? Es geht um eine Verwandlung.
und nicht um irgendwelche Korrekturen und ein bisschen dran rumfummeln. Und da habe ich gedacht, das geht gut so und habe weitergemacht. Und das nächste Kapitel heißt dann von außen nach innen. Ja, klar, wir sind, laufen ständig Gefahr, uns nach dem Außen zu richten und sind außenorientiert und gucken ständig, wie das bei den anderen ankommt. Und dann verhält man sich so, wie die das wollen. Und am Ende lebt man das Leben der anderen und gar nicht mehr sein eigenes. Und deshalb, wo ist denn dieses Innen geblieben? Warum verschwindet das bei manchen Leuten? Wie kriegt man das wieder hoch? Und wie kriegt man einen neuen Bezugspunkt für seine eigene Orientierung im Leben, der nicht außen ist, sondern in einem selbst? So, das fand ich auch gut. Und das ist alles, das sind zwei Seiten. Jedes Mal, wenn ich so ein Kapitel mache, das ist nicht hier ein ganzes Buch. Ich könnte jedes Mal ein ganzes Buch schreiben. Aber ich liebe es in der letzten Zeit immer mehr, kurz und knapp auf den Punkt zu kommen. Und dann kommt vom Machen wollen zum Geschehen lassen. Das geht mir runter wie Honig. Ja. Vom Machen wollen zum Geschehen lassen. Wow, das heißt, ich höre auf, die Dinge machen zu wollen, sondern ich helfe und sorge dafür, dass Bedingungen entstehen, innerhalb derer es geschieht. Das ist das, was ich immer das Gelingen nenne. Das kannst du nicht machen, sondern musst eben gucken, dass es wird. Aber da kannst du Rahmenbedingungen setzen, wo das gelingt. Ich kann einem anderen Menschen eine neue Erfahrung anbieten und kann ihn einladen und ermutigen, dass er sich auf die neue Erfahrung einlässt. Und wenn er das dann vielleicht auch tatsächlich macht, dann habe ich ihn nicht verändert, sondern er wird es sich selbst verändern durch die neue Erfahrung, die ich ihm ermöglicht habe. Und jetzt haben wir schon eben gelernt, er würde sich auch nicht einfach nur verändern, er würde, wenn es wirklich ernst wäre und es gelingen würde, würde er sich verwandeln. Und dann bin ich gleich fertig. Vom Trennen zum Verbinden, das halte ich für das Allerstärkste, was in dieser metamodernen Phase der Menschheitsgeschichte zu passieren hat. Wir sind auch dank der Naturwissenschaftler und der naturwissenschaftlichen Forschung auf eine Vorgehensweise in der Wissenschaft hereingefallen. Und die besteht darin, dass wir alles glauben, zerlegen zu müssen, damit wir es verstehen. Also hat man diese Organismen zerlegt bis in den Zellkern und bis in die einzelne Gensequenz und man hat die Materie zerlegt bis in die einzelnen kleinen Bausteine und die DNA hat man zerlegt bis in diese ganzen Basensequenzen und dabei ist nichts anderes rausgekommen als Unsinn. Das hat uns in keiner Weise vorwärts gebracht. Dieses ganze Zerlegen ist vielleicht eine gute Voraussetzung, um dann das Zerlegte zu benutzen. Also das heißt, um Technologien zu entwickeln, wie man die aus dem Zerlegen gewonnenen Erkenntnisse nutzen kann, um sich des Lebens zu bemächtigen. Also Zerlegen, ich habe das lange genug gemacht und habe im Hirn rumgefummelt und habe alles zerlegt. Am Ende gab es da Interessenten, die das dann einsetzen wollten. Das war zum Teil die Pharmaindustrie, weil das Zerlegen auf die Analyse von Transmitter- und Botenstoffen hinausgelaufen ist. Oder es war eine andere Form der Manipulation, die man einsetzen wollte, um Menschen, wie heißt das hier, vom Machen, vom Machen wollen. Also man wollte es immer machen. Und da liefert die Naturwissenschaft dann eben bedauerlicherweise auch noch die Munition, dass das so richtig gut geht. Vom Trennen zum Verbinden, wir werden nicht weiterkommen, wenn wir nicht ein Selbstbild und ein Weltbild herausformen, in dem es um das Verbindende geht. Das Trennende haben wir genug gemacht, da kommen wir nicht mehr weiter. Und das hat uns nur entzweit. Wir wissen alle ziemlich genau, wie Krieg geht und Konflikt geht und wie man sich gegenseitig einen auf die Nase haut und wie man rechthaberisch und klugscheißerisch sich in der Welt bewegt und andere Leute fertig macht. Das haben wir alles jahrhundertelang geübt. In den Familien, jeder für sich, in den Nachbarschaften, in den Städten, in den Schulen und überall ist Krieg eigentlich. Und das ist alles trennend. Und was wir nie gelernt haben, wir haben nicht gelernt, wie Frieden geht. Und das wäre das Verbindende. Wo zeigen wir unseren Kindern, wo zeigen wir uns gegenseitig, wie das geht, dass man sich nicht erst zertrennt, bevor man sich dann über eine schwierige Versöhnung, die manchmal auch nicht mehr klappt, dann wieder zusammenfindet. Also da ist richtig gut. Oder? Und dann das Letzte ist dann vom sich anpassen zum eigenen Gestalten. Jetzt wird es spannend. Also ich halte nicht viel von Menschen, die
mir entgegenkommuniziert, das, was sie sind, ist eigentlich das Ergebnis einer Anpassungsleistung. Es wird dann interessant, weil es in der Psychologie dann wieder solche Krankheitsbilder gibt, die heißen Anpassungsstörungen. Da sage ich immer herzlichen Glückwunsch, dass du eine Anpassungsstörung hast. Das wäre furchtbar, wenn wir alle uns optimal anpassen könnten an das, was andere von uns erwarten. Und es wäre das Letzte, was einer Gesellschaft passieren dürfte, dass das, was wir Eigensinn nennen, nämlich die Unangepasstheit des Einzelnen, wenn das verschwindet. Aber was sollen wir denn machen? Es muss doch immer wieder welche geben, die sagen, nein, mit mir nicht. Ihr könnt alle latschen, ich bleib stehen. Das sind die eigentlichen Kräfte, die so eine Gesellschaft lebendig halten. Sonst laufen die alle wie die Lemminge in den nächsten Abgrund und keiner ist da, der stehen bleibt. Also müssten wir alles dafür tun, dass Eigensinn und Nichtangepasstheit eine stärkere Bedeutung bekommt. Wobei Nichtangepasstheit nicht heißt, dass man nicht in der Lage ist, mit anderen Menschen in eine Beziehung, in eine fruchtbare Beziehung zu gehen. Das ist dann wieder ein Amt, das ist dann eine Sozialstörung. So, da bin ich mit meinem Teil fertig gewesen. Dann habe ich gedacht, das nehmen die Leute mir nicht so an. Also ein bisschen Naturwissenschaft muss schon doch noch sein und habe noch einen anderen gemacht, indem ich auf ein paar Seiten die Grundlagen, die wissenschaftlichen Grundlagen für diese paar Kapitelüberschriften, die ich euch jetzt gegeben habe, wo ich diese wissenschaftlichen Grundlagen kurz und knapp darstelle und so, dass das auch nicht als esoterische Kasperle-Theater abgetan werden kann, sondern dass dann einer, der das liest, sagt, okay, also kann ich wenig dagegen sagen, scheint wissenschaftlich belegt zu sein. So, das hat mir Freude gemacht. Ich finde es sowas spannend und ich liebe es, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, obwohl ich auch gemerkt habe, dass ich den eigentlichen kreativen Prozess alleine machen muss. Also ich nenne das immer, man muss lernen, alleine sich mit seiner Entdeckerfreude auf den Weg zu machen, weil man kann immer nur alleine was entdecken, aber das Gestalten, wenn man was entdeckt hat, das geht dann besser gemeinsam. Also individuell entdecken, aber gemeinsam gestalten, das ist vielleicht so eine Erkenntnis, zu der ich gelangt bin, die uns allen helfen könnte, weil diese ganzen vielen Foren, in denen sich Leute da zusammentun, und da entdeckt keiner was. Die quaken und tauchen sich aus und es entsteht irgend so was Gemeinsames, aber entdecken kann man so nichts. Aber gestalten, da braucht die anderen, das geht nicht allein. Schön, ja genau, das fand ich auch das Schöne an diesem Prozess des Buches, so das Miteinander, ne, das entstehen zu lassen. Wir schreiben es, glaube ich, auch im Vorwort. Ne, das ist ja nur, einerseits sagt man ein Sammelband, weil da 12 Menschen zusammen in einem Band was schreiben. Und wir haben ja gemerkt, das ist doch ein anderes als so ein Sammelband, was man auch bei Konferenzen macht. Jeder gibt seinen Saft da hintereinander weg, aber es ist kein Bezug zueinander. Ne. Und bei uns war eindeutig ein Gespräch die ganze Zeit. Wir haben uns ausgetauscht, ne, und voneinander gelernt. Und das merkt man in jedem Beitrag auch an, ne, dass der mit den anderen in Verbindung steht und die verschiedenen Facetten, Qualitäten, die jeder auf seinen Fachbereich hat, und so zur Blüte bringt. Das fand ich auch sehr schön. Ne? Und insofern war ich auch froh, dass Birgit Permanté mitmachte, ne? Weil sie hat Psychologie studiert, ist Coach, Managementberater und bringt diese Seite auch, so wie Menschen ja zusammenschwingen, diesen Geist, sehr schön in ihrem Text zum Ausdruck, und würde uns, glaube ich, etwas vorlesen. Ja, das war ja die Idee, dass wir hier auch ein bisschen was lesen. Also es ist so, wie du ja vorhin auch schon beschrieben hast, dass wir erstmal darüber reflektiert haben, was könnte denn die Metamoderne uns auch zu sagen haben im Alltag. Was heißt denn das, dieses Metabewusstsein in sich zu entdecken, und was verändert es auch zum Beispiel für Führungskräfte? Also ich coache und begleite sehr viele Führungskräfte, das ist so eine meiner Aufgaben. Und da ist natürlich die Bewusstseinsfreiheit, die sich dann entwickeln kann, ein ganz besonderes Geschenk. Und das ist eigentlich auch etwas, was noch nicht so ganz angekommen ist und vielleicht jetzt mit der Metamoderne auf diese Weise auch in die Wirtschaft gelangen kann. Es gibt immer mehr Menschen, das wissen wir jetzt, die sich auch aus diesem Bereich für Bewusstseinsentwicklung, Mindfulness zum Beispiel, interessieren. Immer mehr Firmen, die dort auch große Programme aufsetzen. Das heißt, wir haben ja heute den Vortrag gehört von Professor Ralf Buchner, der so wunderschön war, wo nochmal deutlich wurde, dass dieses Jahrhundert das Bewusstsein des Jahrhunderts und das Jahrhundert des Bewusstseins ist, der Bewusstseinsentwicklung. Und entsprechend bin ich da also auch mit dieser Frage sozusagen in mir
bewegend so in meine Arbeit hineingegangen und hatte dann ein Erlebnis letztes Jahr in der Philharmonie. Und zwar hat mich eine Freundin zu einem Konzert eingeladen und das war das Deutsche Symphonieorchester mit Robin Ticciati. Und Robin Ticciati, der Dirigent, trat auf die Bühne und nahm irgendwie sofort den ganzen Raum ein und seine Hand hob sich und er begann, das Orchester zu dirigieren. Und alle schienen so miteinander in einem unglaublich schönen Fluss zu sein. Das war wie so ein Vogelschwarm, der bewegte sich so ganz selbstverständlich und trotzdem war so spürbar, dass alle irgendwie ihre Individualität zum Ausdruck bringen. Die sind voll da, die waren voll präsent. Und das hat mich irgendwie in einen erweiterten Bewusstseinszustand versetzt. Also ich saß dort und fühlte, hier passiert irgendwas, was ich vorher so noch nicht erlebt habe. Und angeregt davon habe ich einfach danach in den nächsten Tagen mal geguckt, wer ist denn das eigentlich, was macht er denn? Und tatsächlich ein paar Interviews mit ihm gefunden, wo er auch beschreibt, was er da tut. Dass er sich auf diesen Punkt der Stille in sich beruft, dass er wirklich ko-kreativ, kooperativ mit seinem Orchester zusammen diese Musik erzeugt. Es ist wirklich ein Gemeinschaftswerk und nicht so wie früher der Dirigent, der Karajan, der dann da den Taktstock schwingt, sonst ist ein gemeinsames Erschaffenswerk. Und ja, also damit fange ich an in einem Text, in meinem Text, dass ich das beschreibe und gehe dann einfach so in die Entwicklung hinein, was bedeutet eigentlich dieses Metabewusstsein? Und habe dann einfach mal so eine kleine Definition dieses Metabewusstseins. Hier oben müsste ich nur schauen, ich klicke hier etwas durch. Metamodern führen ist ein Führen ohne zu führen. Ich frei, frei vom konventionellen Ego und frei für etwas Neues, das durch die Person hindurch erschaffen werden will, indem sie den inneren Raum freigibt für jene geheimnisvolle, schöpferische, formlose Kraft, die alles Geschaffene durchzieht. Die Person bleibt mit klarem Fokus in sich selbst, in sich lauschend auf den nächsten Impuls, dem sie zu folgen wünscht und gleichzeitig ganz wach und präsent im Hier, Jetzt und Miteinander. Es geht nicht so sehr um den Einzelbeitrag der Führungsperson, die vermeintlich zu führen scheint, sondern um das Ganze, das gemeinsam erschaffen wird. In diesem Fall ein lebendiges Gewebe von Klängen, das sich von Moment zu Moment neu im Raum verbreitet. Ja, und da bin ich dann ein bisschen weiter in meinem Forschen unterwegs gewesen und habe mal geschaut, was heißt denn das jetzt, dieses Metabewusstsein? Was ist das eigentlich für eine Art Bewusstsein? Ist das jetzt wirklich eine neue Qualität? Ist es etwas, was wir im Alltag eben auch erleben können? Und das Metabewusstsein ist ein menschliches Bewusstsein, das der Mensch in seinem Inneren wahrnehmen, abrufen, ausrichten und durch die Kraft der Aufmerksamkeit sogar steuern kann. Das ist jedenfalls meine Perspektive darauf. Dass wir sie innerlich aktivieren, abrufen können, auch nutzen können in unserem Alltag, nicht nur um uns zu erfreuen, sondern auch um eine innere Freiheit zu erlangen. Dass wir nicht automatisch getrieben in Zwängen Entscheidungen treffen, sondern eben auch uns nochmal rauszoomen können, mit Abstand auf etwas schauen und das auch gemeinsam tun können. Das ist eigentlich die Aufforderung hier und auch noch mehr im Blick zu haben als das Wohl der Firma, der Mitarbeitenden, sondern eben noch viel mehr in der ganzen Welt. Und ich gehe dann hier nochmal ein bisschen weiter, denn da gibt es noch eine schöne kleine Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Warum denn das Metabewusstsein überhaupt wichtig für uns ist heute in dieser Welt? Maike hat es ja schon erwähnt, Gerald ist auch schon darauf eingegangen. Wir leben nun mal in einer sehr, sehr speziellen Zeit, in der wir mit den alten Methoden, mit dem, was wir gelernt haben, einfach an unsere Grenzen kommen. Und es braucht an solchen Punkten einen Sprung, einen Bewusstseinssprung. Wir müssen unser Menschsein, wir sind aufgefordert, unser Menschsein anders und tiefer zu verstehen. Und die Frage ist natürlich, wenn dieses Metagefühl und Metabewusstsein existiert, wie kommen wir denn jetzt eigentlich dahin? Wie können wir dieses Metagefühl in uns
herstellen, halten, fördern? Eine ähnliche Frage stellte Otto Sharma der Kognitionsforscherin Eleanor Roche, die nicht nur sehr viele Erfahrungen mit Seinsfühlen mitbrachte, sondern auch als Forscherin dafür plädierte, Verstand und Welt als eine Einheit zu betrachten. Ihre Antwort war: durch das Herz. Das Herz ist in jeglicher kontemplativer Tradition nicht nur eine Sentimentalität oder eine Emotionalität, sondern ein tiefer Konzentrations- und Quellpunkt. In der Sufi-Tradition heißt es, die längste Reise im Leben ist die vom Kopf zum Herzen. Dort angekommen findet sich auf einer Nadelspitze das ganze Universum. Das Zitat verweist auf ganz poetische Weise auf die gefühlte unendliche Weite, die sich aus dem Herzraum heraus entfaltet. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Schlüssel für diesen Metagefühlsraum. Es ist nämlich nicht nur etwas Kognitives oder Metakognitives, es ist auch mit Gefühlen verbunden, nämlich mit einer Form des Liebesbewusstseins. Warum ist die Entwicklung einer solchen Praxis wichtig für Führungskräfte und überhaupt für Menschen, die in dieser Zeit leben? Eine Führungsperson sollte die Person sein, die am besten einen Blick und ein Gefühl für das Ganze repräsentiert. Das Ganze aber kann nicht einfach nur gedacht, sondern muss eben auch gefühlt werden. Es gilt für viele unterschiedliche Perspektiven, einen Raum anzubieten und diese abzuwägen. Das Halten eines solchen Raumes wird immer wichtiger, denn die Herausforderungen werden komplexer und daher braucht es Räume, in denen auch schwierige Perspektiven und Probleme gehalten werden können. Und jetzt die Geschichte. Ich erzähle die Geschichte jetzt einfach mal. Also da ist eine Sufi-Lehrerin und die hat eine Schülerin. Und die ist irgendwie immer so aufgeregt und hat ganz viele Fragen und die Sufi-Lehrerin sagt sich so, jetzt mache ich mal was anderes und bittet sie, eine Handvoll Salz mitzubringen und eine Tasse zu nehmen. Und sie sagt ihr, jetzt nimm doch mal das Salz und tu das in die Tasse hier mit dem heißen Wasser. Rühr mal um und probier mal, wie schmeckt denn das? Natürlich schmeckt das ganz furchtbar, können wir uns vorstellen, sie spuckte es aus, gruselig. Und dann sagte sie, lass uns doch jetzt mal zum See gehen und gucken wir mal, was da passiert. Nimm dieselbe Menge Salz mit. Also nimmt sie diese Menge Salz, kippt sie in den See und lässt die Schülerin nochmal probieren. Na, wie schmeckt das Wasser denn jetzt? Na, es schmeckt frisch. Wunderbar frisch. Ja, sagt sie, das Leiden des Lebens ist wie das Salz. Es bleibt immer die gleiche Menge. Aber die Menge an Bitterkeit hängt von der Größe des Containers ab, in dem wir das Leiden halten. Wenn du also Leiden erfährst, dann expandiere dein Selbst. Hör auf, eine Tasse zu sein und werde ein See. Wenn es also schwieriger wird, müssen die inneren Räume, in denen die Themen gehalten werden, erweitert werden. Wir sind aufgerufen, uns zu erweitern, um Räume anzubieten, Raum zu sein, für all das, was jetzt geschehen möchte. Dies gilt sowohl für berufliche als auch für private Themen. Ja. Dann kommen hier ein paar Qualitäten des metamodernen Führens. Ich kann sie mal ein bisschen benennen, aber ihr könnt ja auch gerne das Buch lesen. Ja? Die Qualitäten, verbunden denken und fühlen zum Beispiel. Ich sage das mal, das wird dann weiter erläutert, Komplexität managen, das auch zu unterscheiden, was ist eigentlich komplex und was ist kompliziert und wie ich dann diese unterschiedlichen Kontexte für mich unterscheiden kann und dann anders damit umgehen kann. Vernetztes Denken fördern und auch Vorleben natürlich. Und Agilität ist für vieles eine Antwort, weil wir in iterativen Feedback-Schleifen eben auf diese Weise auf diese sich ständig verändernde Realität antworten können. Achtsamkeit, Rollenklarheit, Transparenz, aber auch Systemdenken und Kulturklugheit. Denn wir wollen ja auch die Kulturen verändern.
Ja, ich hatte schon gesagt, ne, Sie kamen jetzt schon auf den Begriff des Metabewusstseins und um den noch ein Stück vielleicht mehr fassbar zu machen, haben wir Udo Bössmann gebeten, er ist Arzt, Psychotherapeut, Bewusstseinsforscher, Unternehmer, hat dann viele Seiten, die auch so ein bisschen metamodern zusammenspielen, ne, und hat dann einen sehr schönen Text, sagst du selber etwas dazu, beigetragen. Also ich bin kein Bewusstseinsforscher, sondern ich bin sehr neugierig, was andere an Forschung erarbeitet haben, und das ist tatsächlich mein Verdienst, dass ich sehr gründlich darüber mich informiert habe, was andere über das Bewusstseinsphänomen aus den verschiedenen Disziplinen zusammen, das habe ich zusammengetragen. 7 Jahre lang habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Bewusstsein Unbewusstes. Warum habe ich das Buch geschrieben? Aber die erste Frage war, warum habe ich überhaupt jetzt gerne mitgemacht bei dem Projekt? Das war deine erste Frage. Es ist ganz einfach, wenn Mike anruft und zu einer Beteiligung aufruft an irgendeinem Projekt, dann wird es immer spannend. Ich lerne unglaublich viel dazu. Ich kriege immer Begriffe gesagt, die ich noch nie gehört habe. Und das, ja, ich weiß, dass es immer lebendig wird und ich Menschen begegnen darf, die ich sonst niemals treffen würde. Also das, so, das war eigentlich, ja, und dann höre ich auch, dass Gerhard Hütter Co-Autor ist, und habe ich gesagt, auch vielleicht eine schöne Gelegenheit, den Herrn zu kennenzulernen, der mich eh immer in meinem Auto begleitet. Wenn ich lange Fahrten mache, dann habe ich einen USB-Stick. Das habe ich mir dann bei YouTube runtergeladen und dann auf den langen Fahrten höre ich dann immer Gerhard Hütter. Ja, manchmal habe ich, also meistens bin ich ziemlich begeistert, manchmal habe ich auch Widersprüche, ja, aber meistens finde ich es also ziemlich cool, und da habe ich gedacht, das ist schön, dass ich Sie mal kennenlernen darf. Ja, bei der Gelegenheit. Ich bin froh, dass es noch zu keinem Unfall gekommen ist. Okay, also so war die Motivation. Die, was ich Ihnen auch noch sagen muss, ich hatte von Metabewusstsein bis zu diesem, oder auch Metamoderne bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts gehört. Und habe dann das gelesen, was der Mike mir dazu an Material geschickt hat. Und da ist tatsächlich dann schon mein Herz aufgegangen, weil ich ja noch unter dem Eindruck stand von Corona und Flüchtlingskrise und Ukraine-Krieg, wo dann die Meinungen der Menschen, mit denen ich im Gespräch war, immer so brutal gegeneinander stand. Der eine war total für die Ukraine, der andere total dagegen, der eine war für die Impfung, der andere strikt dagegen. Und es gab gar nicht, ich habe mich immer so gewundert, warum die Leute sich so streiten. Dass man nicht sagt, ja, dieser Standpunkt ist berechtigt und der andere ist auch berechtigt, und lass uns mal schauen, was wirklich, wenn wir zum Beispiel bei Corona, wenn wir es nachher besser wissen, ja, lass uns mal dann später drauf schauen, was wahr und richtig ist. Aber es ist doch jetzt sinnlos, dass wir so streiten. Eines haben wir doch gemeinsam, wir suchen die Wahrheit. Jeder, der so einen strikten Standpunkt vertritt, hat, und auch wenn er dem genau entgegengesetzt ist von jemand anderem, hat doch eigentlich schon das Bedürfnis, das haben wir alle gemeinsam, dass wir Wahrheit oder zumindest Richtigkeit suchen und einen guten Weg für unser Leben. Also da war mir, das war, und ich konnte es tatsächlich nicht verstehen, warum so Menschen so erbittert streiten und warum es Gesellschaften spalten, solche Themen. So da, habe ich gedacht, ja, Metamoderne ist genau das, was das überwinden möchte, und da mache ich mit. Ja, also das hat mich total angesprochen. So, und jetzt, ich glaube, dass du mich eingeladen hast, weil ich eben dieses Buch geschrieben habe über Bewusstsein und Unbewusstes. Und warum habe ich dieses Buch geschrieben? Eben als Arzt und Psychotherapeut und als Dozent für Psychotherapie. Ich bilde Ärzte und Psychologen aus, Psychotherapeuten zu sein. Und wir reden in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie immer über das Unbewusste und über Bewusstsein. Bewusstsein und Unbewusstes werden diese Begriffe völlig selbstverständlich und völlig unreflektiert, ohne Metakognition. Und ich habe dann ein Lehrbuch geschrieben über Psychotherapie, wo auch das Wort Bewusstsein und vor allem Unbewusstes
vorkam. Und ich habe gesagt, ich kann das Buch nicht schreiben, ohne dass ich vorher mal sehr genau eine Definition bekommen habe, was ist denn eigentlich Bewusstsein? Und dieses Buch gab es nicht. Es gab esoterische Bücher, es gab dann unglaublich naturwissenschaftliche Bücher, neurobiologische Bücher über das Thema. Es gab philosophische Bücher darüber, es gab alle möglichen, aber nichts, was ich jetzt als Psychotherapeut gut verwenden konnte, um für meine Arbeit eine gute Definition zu haben von Bewusstsein und Unbewussten. Und da habe ich plötzlich gemerkt, diese Arbeit bleibt bei mir hängen. Und ich fühlte mich nicht dafür kompetent oder qualifiziert. Und ich habe es trotzdem angefangen, dieses Projekt, weil ich gemerkt habe, es hat kein anderer gemacht. Und ich kann eigentlich mein Buch über Psychotherapie gar nicht schreiben, wenn ich das nicht vorher ordentlich definiert habe. Das war der eigentliche Grund. Und ich habe nichts anderes gemacht, als dass ich wirklich zusammengetragen habe, was andere sehr kluge Leute geschrieben haben. Und habe das allerdings ja, aus den verschiedenen unterschiedlichen Disziplinen, die bisher sehr nebeneinander standen, habe ich dann zusammengeführt und habe immer die Frage dann auch gestellt, alles das, was wir da wissen, welche praktische Anwendung resultiert denn daraus? Und vor allem für mein Berufsgebiet der Psychotherapie, aber auch für unseren Berufsalltag. Also die Frage war immer, all das Wissen, was nutzt es mir, um zu verstehen, was ich bin oder wer ich bin? Und zum Zweiten, wie ich bessere Entscheidungen treffe. Ja, also ich habe verstanden, dass auch die Metamoderne, dass auch Humor da eine große Rolle spielt und Leichtigkeit und spielerisch sein. Deswegen habe ich das jetzt mal gewagt. Aber also ich komme nochmal zurück. Dieses Buch ist sehr umfassend und wie ich festgestellt, ich dachte immer, es ist sehr leicht zu lesen, aber ich habe dann festgestellt, für andere ist es nicht so leicht zu lesen. Und jetzt habe ich dieses umfassende Buch, habe ich in dem Buchbeitrag sehr knapp zusammengefasst, so dass was mir das Wichtigste erschien aus dem dicken Buch steht da auf, ich weiß nicht, 15, 20 Seiten. Und das werde ich euch noch kurz erzählen, was da so aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte sind. Vielleicht der spannendste Punkt zum Bewusstsein ist, es ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir glauben, was Bewusstsein ist. Also auch ich, als ich da angefangen habe, das Buch zu schreiben, wusste gar nicht, was das ist. Und hinterher, als ich dann nach 7 Jahren endlich all das gesichtet hatte, was da an Wissenschaft drüber existiert, habe ich festgestellt, ja, also das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich immer dachte, intuitiv dachte, was Bewusstsein sei. Und also Bewusstsein ist vor allem eine Benutzerillusion. Ja, also das Gehirn, Gerald Hüther wird mir das als Spezialist für das Gehirn vielleicht bestätigen oder auch mir widersprechen oder das korrigieren, dass das Gehirn nimmt nur sehr wenig von den Sinnesorganen an Input auf und vor allem wird der Sinnesinput wird sehr stark, was da ankommt in unserer Großhirnrinde als bewusstes Erleben, wird sehr stark vom Gehirn gefiltert. Also wir tragen eigentlich an unsere Sinneswahrnehmung eine Erwartung heran. Und das, was wir sehen, sind Erinnerungsbilder. Ist das, was wir zu sehen gelernt haben und was die Kultur, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, uns überhaupt erlaubt wahrzunehmen oder uns aufträgt wahrzunehmen. Deswegen machen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und auch Familien sind Kulturen, ja, Minikulturen, Mikrokulturen, machen so unterschiedliche Wahrnehmungen. Deswegen haben wir so viele unterschiedliche Wirklichkeiten. Wir haben ja gestern, war das gestern? Ja, gestern haben wir diese kleine Wahrnehmungsübung hier gemacht und waren ja sehr überrascht, wie viele unterschiedliche Wirklichkeiten, Wahrnehmungswirklichkeiten da plötzlich da waren. Und wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ja, vor allem ist also das, was wir als unser bewusstes Erleben erleben können, ist eine Konstruktion unseres Gehirns, vor allem auf dem, was ich gelernt habe und dem, was ich erwarte. Und natürlich auch auf meinen Bedürfnissen,
Und es hat sehr viel mit meiner Aufmerksamkeitssteuerung zu tun. Routinen, die gelernten Routinen von Aufmerksamkeitsausrichtung und Aufmerksamkeitsabwendung. Es gibt nämlich auch Tabus, ja, in unserer Kultur. Und dann da gucken wir nicht hin, ja, weil wir vielleicht nicht dürfen und so weiter. Noch 3 Minuten. Ich bin aber gerade eigentlich bei dem wichtigsten Punkt, der mir am Herzen liegt, zu sagen, nämlich, dass es sehr stark beim Bewusstsein um eine Illusion geht und um etwas Konstruiertes, was mit Wirklichkeit nur sehr, wenn es Wirklichkeit jetzt wäre, schon wieder eine neue Diskussion, aber also was mit dem, was wir unter Wirklichkeit verstehen, nur sehr indirekt was zu tun. Das Metabewusstsein, auch das war für mich ein neuer Begriff. Ich habe dann zu Mike gesagt, ich kann über Metabewusstsein nichts sagen, aber ich kann vielleicht was über Metakognition sagen. Das ist ein gut erforschter Bereich des Bewusstseinsphänomens und das lässt sich auch sehr gut und sehr leicht erklären. Immer dann, wenn wir uns über die Art, wie wir denken und fühlen und wahrnehmen, wie wir interagieren, wie wir kommunizieren, in dem Moment, wo wir uns darüber Gedanken machen, also diese Beobachterposition einnehmen, die schon auch jetzt hier genannt wurde, dann sind wir auf der Metaebene bzw. in einer metakognitiven Leistung. Und eine der wichtigsten metakognitiven Leistungen für mich persönlich ist die Fähigkeit, dass wir zweifeln können. Und zwar auch an unserer eigenen Wahrnehmung zweifeln können, dass wir an der Richtigkeit unserer Forschungsergebnisse zweifeln können, dass die Wissenschaft sogar in der Lage ist, eine Irrtumswahrscheinlichkeit zu berechnen. Also in der Wissenschaft ist der Zweifel oder die Möglichkeit des Irrtums tief verankert. Das ist eigentlich das Grundverständnis von Wissenschaft. Und wir würden immer nur das als Wissenschaft anerkennen, wo wir auch, wenn es falsch ist, es auch erkennen können. Das nennt man die Falsifizierungsmöglichkeit. Also was nicht falsifiziert werden kann, ist keine Wissenschaft. Und das gefällt mir total. Also das ist für mich eine hohe Ebene von Metakognition. Und ich liebe es, mit Menschen zu reden, die dazu fähig ist, denen ich mal sagen kann, sag mal, das, was du da als Behauptung aufstellst, kann es auch falsch sein. Und da muss ich sagen, es gibt ganz viele Leute, da gibt es keinen. Dass es falsch sein könnte, wovon sie überzeugt sind, vor allem meine Handwerker. Ja, also die haben das so gelernt und es geht nur so. Und ein anderer Handwerker hat eine andere Ausbildung und hat einen anderen Blick darauf und dann streiten die sich. Bitte, so wie bei Corona. Und es ist auch nicht möglich, dass ich sage, Moment, ihr habt doch vielleicht beide recht. Jeder von seiner Perspektive aus. Also das ist das, was ich als wichtiges, also eine mir am Herzen liegende metakognitive Leistung ansehe, dieser Zweifel, dieser Selbstzweifel und dass ich mein Irrtum für möglich halte. Dann der nächste im Bunde, der schon angedeutet war, Ralf Buchner, Hochschule München, Professor für Fotografie und transformative Lehre. Und wir hatten halt schon in den Monaten davor so begonnen, uns über das Thema Kreativität zu unterhalten und auch mit einem speziellen Text von Abraham Maslow, der über quasi die primäre und sekundäre Kreativität nachdenkt, was kurz gesagt so dass der Unterschied ist, kann man ganze Weltgeschichten drüber schreiben, dass man denken kann, Kreativität ist das, was ein Mensch macht, der jetzt irgendwo einen Computer erfindet oder der ein Auto anders designt. Und die primäre, schrieb Maslow in dem Buch, ist aber was ganz anderes. So, wenn du irgendwo aus einer ganz größeren Dimension, ne, aus dem schöpferischen Universum, was vielleicht der ganzen Evolution zugrunde liegt, so wir in der Lage sind, Dinge zu verändern, ganze Welten uns zu wandeln, wie Gerhard Hüther sagte. Ne, wir erfinden nur nicht eine tolle Technik, sondern wir haben Fähigkeiten, uns aus einem größeren Zusammenhang heraus zu verwandeln, alles zu verwandeln. Ne, und da er dann einfach mal anfing, sich damit zu beschäftigen und auch für meine Module in Görlitz einen wunderbaren Vortrag darüber hielt, dachte, das könnte doch sehr schön in einen Beitrag dieses Buches bringen, was er dann auch tat. In meinem Beitrag über die Perspektiven des Schöpferischen zeige ich nicht nur, dass man das ganze Universum als kreative Entwicklung begreifen kann, sondern dass Kreativität auch transzendente und transformative Potenziale beinhaltet. Es ist ja nicht so,
dass vor knapp 14 Milliarden Jahren der Urknall war und jetzt sind wir hier. Nein, es ist als einzige kreative Explosion zu betrachten. Es urknallt die ganze Zeit, das Universum dehnt sich aus und dehnt sich aus. Das ist eine kreative Explosion. Und wenn wir uns anschauen, wenn wir aus dem Fenster schauen, dann sehen wir einen Ausschnitt, einen Augenblick, eine Momentaufnahme dieser kreativen Explosion, wo sich das Universum in seinen Möglichkeiten selber erforscht. Ich habe weiter die Frage aufgeworfen, ob uns künstliche Intelligenz dabei helfen kann, die großen Herausforderungen, vor denen wir als Menschheit stehen, zu bewältigen. Ich habe dabei drei Arten von Kreativität behandelt. Die explorative Kreativität, das ist Kreativität innerhalb eines bestimmten Rahmenwerks, wie Schachspielen. Da ist uns der Computer längst überlegen. Auch der Go-Weltmeister wurde vor ein paar Jahren geschlagen. Go, ein Spiel, wo man hohes Maß an Kreativität braucht. Als zweites die kombinatorische Kreativität ist uns KI auch weit überlegen inzwischen. Das heißt, wenn man aus vorhandenen Elementen was Neues macht, die Modeindustrie lebt seit Jahrzehnten davon, von Recombination, vorhandene Stile zu was vermeintlich Neuen zu kombinieren. Und das Smartphone, das wir aus der Tasche holen, ist eine Kombination von Kamera, Telefon, Internet und 100 anderen Apps, die man noch drauf hat. Das ist kombinatorische Kreativität, kann KI perfekt und die meisten zum Beispiel Text-zu-Bild-Generatoren, bildgebende Programme basieren auf Foundation Models, die trainiert sind auf bestimmte, auf verschiedene Bilder, die dann oder Eindrücke, die dann kombiniert werden. Doch was für KI noch Zukunftsmusik ist, ist, was der Mensch leisten kann. Transformative Kreativität, eine Art von Kreativität, bei der wirklich Paradigmen gebrochen werden, das völlig Neue, das Unberechenbare, das nie Dagewesene in die Welt kommt. Das ist transformative Kreativität, konnten Menschen schon immer. Ich zeige, wie das in biblischen Zeiten die Propheten schon konnten. Das Geheimnis der alten Propheten war, die haben den Engeln gelauscht. Was den Engeln lauschen bedeutet, als Geheimnis für Kreativität, zeige ich auch, wie man das aus der Neurowissenschaft erklären kann, sich erklären lässt. Ich zeige, wie man im antiken Griechenland durch antike Mysterienrituale transformative Kreativität erzeugt hat, indem man oder ermöglicht hat, indem man die Musen hat erscheinen lassen, die genialischen Inspirationsquellen für KünstlerInnen, die dann, was du erwähnt hast, sich in einen Zustand von Ekstasis versetzt haben, das heißt aus sich heraussteigen oder der Flug der Seele aus dem Körper ist die Ekstasis und dann die Ideen der Götter empfangen haben, die ihnen von außen eingegeben wurden. Wir haben heute auch Möglichkeiten zu transformativer Kreativität, das systematisch zu machen. Übrigens, warum das KI nicht kann, transformative Kreativität, ist die Tatsache, dass wir kein Konzept davon haben, wie das funktionieren könnte. Hätte man ein Konzept davon, hätte man auch einen Algorithmus dafür. Aber wir haben kein Konzept. Aber wir haben Möglichkeiten, das zu machen über erweiterte Bewusstseinszustände und Bewusstseinserweiterung in solche transformativen, kreativen Möglichkeiten reinzukommen. Wenn wir uns fragen, wie das Neue in die Welt kommt, dann ist die kurze Antwort ja nicht durch den Kopf, sondern Kreativität kommt mehr aus den Tiefen unseres Wesens, wo auch die Herzintelligenz, die Herzwahrnehmung beteiligt ist, wo auch das Bauchgefühl beteiligt ist. Und da gibt es Prozesse und auch ko-kreative Prozesse, wo man ein Team zusammen an die tieferen Quellen seiner Kreativität führen kann und zusammen komplexe Probleme gelöst werden können und ko-kreativ gearbeitet werden kann im Team. Das hat der Transformationsforscher und Aktionsforscher Otto Scharmer am MIT entwickelt im Rahmen seiner Theory U. U-Prozess ist ein Thema, das ich behandle in dem Buch. Weitere Möglichkeit könnt ihr heute selber ausprobieren oder morgen ausprobieren, müsst ihr unbedingt ausprobieren, legale psychedelische Erfahrungen durch den Neurostimulator Lucia Nummer 03, der im Erdgeschoss auf, es sind 5G-Geräte aufgebaut, da könnt ihr euch mit euch selber verbinden, euch in eine Trance zwischen Schlafen und Wachen versetzen lassen, hypnagogen Zustand und schauen, was auftaucht und das schafft noch so 10 Minuten, Viertelstunde so ein Zustand, der eigentlich das Ideal der buddhistischen Meditation ist, man nennt das Paradoxical Arousal. Man ist ein paradoxer Zustand in dem Sinn, man ist tiefenentspannt und zugleich hellwach. Das ist ein guter
Zustand, um präsent zu sein, um offen zu sein, um in einen Flow-Zustand zu kommen, um nachher kreativ arbeiten zu können. Diese Möglichkeiten für transformative Kreativität beschreibe ich in dem Kapitel. Gut, dann der nächste im Bunde, hatte ich ja schon angedeutet, ist Bernd Wildhauer. Ich habe gerade mal seine Biografie gelesen, die kurze, selbst auch ein metamoderner Mensch, der also Industriekaufmann lernte und dann Philosophie und Kunstgeschichte studierte und jetzt, wie gesagt, am Weltethos-Institut sich mit der Frage nachhaltiger Finanzwirtschaft beschäftigt. Und genau das war auch in dem Sinne jetzt der Grund, weil, wie gesagt, eine Metamoderne kommt vielleicht erst so aus unserer kreativen Potenzialität, ne? Deshalb auch zuerst von Künstlern entdeckt. Aber es geht ja darum, ne, auch diese Welt zu verändern. Ne? Und diese Welt ist auch das, was wir täglich tun, was wir essen, ist die Wirtschaft, die Technik entwickelt. Ne? Und da sind wir auch noch nach wie vor relativ mit wenig Konzepten, wie eine Wirtschaft, die ja die heutige Welt relativ beherrscht, sich so wandeln könnte, dass sie im Prinzip dann mehr der Entwicklung und dem Ganzen dient, als jetzt nur ihrem eigenen Profit. Und da forschst du dazu und hast uns was Schönes aufgeschrieben. Ja, du hast ja jetzt schon vieles Wesentliche angesprochen. Also bei mir war die Situation so, als mich Mikes E-Mail erreichte in meinem Tübinger Büro, habe ich mir die angeschaut und gedacht, okay, ein neues Buzzword, ja, jedes Jahr wird irgendwas erfunden, was Altes wird neu gelabelt und dann haben Leute die Möglichkeit, damit Publikationen zu machen, wunderbar. Also jetzt halt die Metamoderne. Ich habe mir das angeschaut und habe dann ein bisschen dazu gelesen, gelegentlich lese ich eben auch und habe mich da eingearbeitet. Und habe herausgefunden, nee, so einfach ist es doch nicht. Es gibt wirklich viele interessante Dinge, die sich mit der Metamoderne verbinden. Ich habe gelernt und habe mir gedacht, warum ich das mit meinem Herzensthema, wie man sagen könnte, nämlich Geld und Finanzen verbinden. Habe dann ein kleines Konzept geschrieben und es dem Team vorgestellt. Und die haben dann gesagt, ist das wieder so ein Hippie-Ding irgendwie mit Esoterik oder was? Für irgendwelche Seelchen? Da habe ich gesagt, nein, da geht es um Transformation. Es geht wirklich um Transformationsdenken und Fühlen, um eine integrative Konzeption. Ja? Und das fand ich faszinierend, habe dann auch das Team davon überzeugt, ja, und dann ging es los, habe ich geschrieben. Und was war das Wesentliche? Ich werde einen kurzen Passus vorlesen, aber ich kann mal kurz sagen, worum es mir ging. Und zwar, ich glaube wirklich, dass wenn wir Transformation ernst meinen, wir diese Geld- und Finanzdimension unbedingt in den Blick nehmen müssen. Auch wenn uns das manchmal schwerfällt, es ist oft mit Ängsten verbunden, mit Blockaden, mit ganz merkwürdigen, auch psychologischen und sonstigen Motiven. Aber wenn es auf der Geldebene nicht funktioniert, wenn wir nicht die Finanzströme umleiten und neue Investitionsformen finden, können wir die Transformation vergessen. Das ist mal die These, die ich hier in den Raum stelle. Und das ist die Grundlage für meine Arbeit gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, wie können wir metamodern neue Denkweisen ermöglichen? Denn was zum Beispiel der Wirtschaftswissenschaft, also meiner Wissenschaft, in der ich jetzt vor allem tätig bin, oft fehlt, ist eine Art von kritischem und selbstkritischem Methodenbewusstsein. Warum machen wir das, was wir tun, so wie wir es tun? Ja? Warum lieben wir diese mathematischen Modelle? Warum glauben wir, wir könnten immer klare Aussagen treffen, auch wenn die Situation diffus ist und völlig unübersichtlich? Ja? Warum sind wir so wild drauf, Politikberater zu werden und wollen in irgendwelchen Ausschüssen wichtige Sachen sagen? Ja? Obwohl wir genau wissen, dass es keine klare Antwort gibt und die eigentliche ehrliche Antwort wäre, ich habe keine Ahnung. Lass uns mal schauen, wie sich dieses Chaos weiterentwickeln wird. Ja? Also eine neue Methodik, eine neue Denkweise für die Wirtschaftswissenschaft zu ermöglichen und damit vielleicht dieses Geld- und Finanzproblem ein bisschen besser in den Blick zu bekommen, das war meine Hoffnung beim Schreiben dieses kleinen Beitrags. Ich habe mich so ein bisschen als Exot gefühlt natürlich in den ganzen Reigen, sind ja viele andere Kompetenzen auch da, aber am Ende denke ich, dass es vielleicht doch passt und dass es ein Puzzlesteinchen geboten hat, was hier wirklich reingehört. Und ich werde jetzt nicht lange lesen, sondern nur einen Teil lesen, in dem ein Bild vorkommt, was mir sehr wichtig ist. Ich glaube nämlich, dass wir nicht nur über Begrifflichkeiten denken und über irgendwelche Konzepte, sondern dass wir uns von Bild zu Bild auch in gewisser Weise weiterentwickeln. Und dass es wichtig ist, welche Bilder wir bewusst, halbbewusst, unbewusst verwenden. Also die Hoffnung drücke ich hier aus. Metamoderne Finanztheorie könnte mehr Vielfalt ermöglichen. Die Interdisziplinarität und wissenschaftliche Kreativität würden davon enorm profitieren. Die kreativen Kombinationen von Ansätzen, die dadurch möglich werden, sind vielfältig. Wir könnten an soziologische, psychologische und historische Ansätze denken. Ich möchte hier nicht alle ausführlich behandeln, sondern mich auf eine Kombination beschränken, die mir besonders fruchtbar zu sein scheint und diese durch das Bild des Labyrinths plausibel machen. Das Labyrinth bzw. der Irrgarten, Begriffe, die nicht deckungsgleich, aber sehr eng verbunden sind, verdient nämlich einen Ehrenplatz im Verzeichnis ökonomischer Metaphern. Ja? Ökonom ganz kurz, also jetzt in Klammer,
Ökonomische Metaphern sind enorm mächtig und wir machen uns das oft nicht klar. Wir reden über Flüsse, Geld fließt irgendwo hin. Ja? Wir haben irgendwie diese Konjunkturgipfel. Wir haben dauernd, der DAX macht dies oder jenes, ja, der arbeitet. Ja, der macht gar nichts, der DAX. Das ist eine völlig künstliche Konstruktion, eine Zusammenstellung von Datensätzen. Ja? Die Börse ruht aus oder sowas. Ja? Also wir leben in einer Welt der ökonomischen Metaphern, ja? Und die machen uns oft blind für reale Vorgänge. Klammer zu. Also, das Labyrinth verdient da besondere Aufmerksamkeit, ein Ehrenplatz. Um das zu verstehen, sollten wir uns vergegenwärtigen, dass wir diese Metaphern aus zwei Perspektiven wahrnehmen können. Zum einen können wir uns die Innensicht vor Augen führen. Wir laufen im Irrgarten und müssen Entscheidungen treffen. Klassische Irrgartensituation, wir müssen irgendwie schauen, wie kommen wir voran. Dabei sehen wir Wände, Abzweigungen, Kreuzungen, Sackgassen etc. Wir sind der Akteur bzw. die Akteurin und haben in komplexen Verhältnissen die Aufgabe, unsere Situation möglichst gut zu gestalten, also Entscheidungsfindung. Zum anderen gibt es aber auch die Außensicht oder Draufsicht. So sehen wir Irrgarten oder Labyrinthe meist dargestellt, in der wir aus der Vogelperspektive die Strukturen erkennen und den Weg ganz anders wahrnehmen und verstehen. Das ist für mich ein zentraler Punkt, dass wir verstehen, welche zwei Perspektiven des Irrgartens es quasi gibt oder des Labyrinths und dass wir nun fragen, wie stehen die in Beziehung zueinander. Entscheidend ist nun, dass für das Verständnis von komplexen Systemen in Wirtschaft und Gesellschaft das Oszillieren zwischen diesen verschiedenen Blickwinkeln wichtig ist. Wir brauchen beide Sichtweisen. Die Akteursperspektive lässt uns Zusammenhänge und systemische Eigenschaften leicht übersehen, ebenso wie die abgehobene systemische Perspektive uns die Notwendigkeit der konkreten Entscheidungen, diese Entscheidungen führen immer zu Lernprozessen, sie schaffen Pfadabhängigkeiten und Entwicklungen, nicht verständlich macht. Wir benötigen also beides und im Idealfall kann die Metamoderne den entsprechenden Ansatz dazu liefern. Ich führe das da noch so ein bisschen aus, wo ich denke, dass wir blinde Flecken haben. Ich glaube, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es extrem wichtig zu wissen, was sie nicht wissen, auch was sie vielleicht gar nicht wissen können, aber vor allem, was ihnen im Augenblick entgeht. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und wenn ich Fachkollegen spreche, meistens sind es eben die älteren Herren, die in den entsprechenden Ausschüssen sitzen, dann wissen sie meistens nichts zu sagen auf die Frage, ja, was weißt du eigentlich nicht? Ja? Wo ist denn deine Fehlstelle? Sondern die modellieren sich das immer so, dass sie genau im wichtigsten Bereich gerade arbeiten, ja? Und genau das auch im Blick haben. Und das wollte ich vermeiden. Ich wollte sagen wir, ein bisschen an unserer eigenen Wissenschaft arbeiten, aber einen Beitrag leisten zu dem, dass Metamoderne halt nicht einfach nur ein Buzzword ist, sondern viel mehr sein kann. Und dann hatte ich auch schon gesagt, kam im Gespräch mit dem Verlag der Gedanke, vielleicht noch aus den ganzen, sich ja schon ergänzenden, auch so Entwürfen, Reflexionen, noch etwas mehr in die Praxis zu gehen, obwohl jeder auf seine Weise schon machte, tauchte in den Beiträgen ja auf, aber nochmal so zu überlegen, was gibt es so für Methoden, praktischere Ansätze, um jetzt in diesem metamodernen Sinn in der Welt zu wirken. Und da waren wir froh, dass dann kurzfristig noch Karl Hosang mit einsprang, der hat Physik studiert, hat bei der Neuro- und Entwicklungspsychologie des Max-Planck-Instituts auch die menschliche Seite noch mit hinzugenommen, sich dann beim Hasso-Plattner-Institut mit Kreativität beschäftigt und dadurch jetzt auch so einen breiten, insofern auch metamoderne Vielfalt von Kompetenzen, mit der er jetzt versucht, in Menschen, Organisationen aller Art ein bisschen zu bewegen, sich zu verändern, zu wandeln. Ja, oder? Und dazu hat er jetzt hier einen Methodenkoffer entworfen, über den er uns noch etwas erzählt. Ja, danke. Unter anderem ja vielleicht, weil wir den Nachnamen teilen, standen wir mal am Lagerfeuer zusammen. Und genau, du hast mir von der Metamoderne erzählt und dem Buchprojekt, was ich sehr spannend und faszinierend fand. Und auch durch eine gewisse gemeinsame Zeit mit dem gemeinsamen Nachnamen habe ich auch eine Grundskepsis gegenüber, wenn da so neue Ideen und Theorien aufkommen, auf einer hohen Meta-Ebene. Wie real ist das denn und wie nützlich? Und hat das Hand und Fuß? Ist das auch umsetzbar? Und meine Skepsis wandelte sich aber, wie bei einigen Co-Autoren auch schon, dann um in, es scheint mir, es könnte real sein, es könnte auch noch nützlich sein und es scheint mir auch mit den Methoden, die ich eh schon benutze, auch noch umsetzbar. Und genau so entwickelte sich dann beim Lagerfeuer hier vor kurzem irgendwann die Idee, dass ich das ja auch mal versuchen könnte zu
zu skizzieren. Und ich gucke immer aus eben der Brille des Physikers so darauf, wie kann man sich das herleiten? Kann man das herleiten? Kann man das operationalisieren? Und so fängt auch das Kapitel an, nämlich mit dem Knowing-Doing, also der Lücke aus, was wir alles wissen über die Welt, vor allem was alles schlecht ist, wie der Klimawandel oder was alles im Bildungssystem falsch ist. Und der Schwierigkeit dann auch entsprechend besser zu handeln. Und auf Deutsch Umsetzungskompetenz ist das gleiche wie auf Englisch der Knowing-Doing-Gap. Am Beispiel vom Klimawandel gibt es da ein zum Beispiel sehr nützliches Konzept. Darum geht der zweite Teil, nämlich zum Beispiel eine Formung von einem nützlicheren Konzept für den ökologischen Fußabdruck. Hat sich immer gezeigt, dass der ökologische Fußabdruck auch eine Art Gängelung war, womöglich sogar von der Öllobby mit eingefädelt, die Last auf das für die ökologischen Probleme auf das Individuum abgedrückt hat. So, dass wir alle darüber nachdenken, ob wir uns auch gut genug verhalten und uns am besten schlecht fühlen, wenn wir es nicht tun. Denn wenn wir uns schlecht fühlen und schämen, dann sind wir weniger handlungsfähig, auch was Nützliches zu tun. Und dagegen das Konzept vom ökologischen Handabdruck gibt uns ein Maß, ein Ziel, nämlich dass wir auch etwas bewirken durch unser Tun, durch unser Handeln, dass wir möglichst viel Systemwandel herbeiführen. Und dieses Modell so, baut eine Brücke und genau, diese Suche nach Brücken und Modellen, Methoden, Algorithmen, die man nutzen kann, um das umsetzbar zu machen, damit schlänge ich mich durch mein Kapitel. Und dann schreibe ich weiter von kognitiven Verzerrungen, das passt zu der Psychologie gut, wie wir eben ganz oft uns etwas schönreden oder ausblenden von den Problemen, die wir gar nicht hören wollen oder nur unsere Meinung optimieren. Aber indem wir unsere Perspektive wechseln, sozusagen ein Reframing durchführen, was die nächste Methode wäre, durch eine möglichst hohe Anzahl an Reframings und Perspektivwechsel kommen wir eben irgendwann auf eine höhere Perspektive, also auf eine Metaebene. So, und da ich in der Arbeit mit Design Thinking, um Kreativität und Innovation zu fördern, aber auch als Lehrer oder Berater von Organisationen, immer wieder diese Herausforderung habe, wie integriere ich verschiedene Perspektiven, scheint mir das zu der sozusagen zu der Arbeit und den Methoden, die ich eh schon tue, zu passen. Mit der Zeit über die Perspektivwechsel und das Einnehmen von verschiedenen Sichtweisen auf etwas eben zu einer integrierten Metaperspektive zu kommen. Genau. Jetzt springt mich ein kurzer Teil an, den ich einmal vorlese. Mit dem üppigen Methodenkoffer der Metamoderne als Theorierucksack aus Psychologie, Spieltheorie und Ökonomie kann auch gezeigt werden, dass stolzes Festhalten am gestrigen Dilemma den eigenen Nutzen senkt und stattdessen die langfristige Gewinnstrategie über Kooperation funktioniert. Auch hierfür helfen kreative Reframings wie positive Vergebung oder paradoxe Interventionen, um die vom Sog des Konflikts betroffenen Seelen aus ihren blockierten Zuständen zu befreien. Positive Vergebung kann als eine optimierte Strategie in Interaktion angesehen werden, die nicht nur ethische, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bietet. Sie fördert die Entwicklung eines sozialen Netzwerks, das auf Kooperation und gegenseitigen Nutzen basiert. Durch Vergebung plus die positive Verstärkung vom wünschenswerten Verhalten entsteht ein langfristiger Nutzen für beide Seiten. Diese Idee der positiven Vergebung stammt vom buddhistischen Lehrer Ajahn Chah, der berühmt wurde für seine ungewöhnlichen Lehr- und Interventionstechniken. Er habe von Buddha und Jesus gelernt. Um die Metamoderne zu schaffen, brauchen wir Millionen transformativer Interventionen. Um die Transformationsgenies von morgen auszubilden, braucht es wiederum effektive Lern- und Trainingsmethoden. Und so versuche ich, einen Bogen zu schlängeln von psychologischer, sogar spiritueller Sichtweise hin zu ökonomischer Begründung für Methoden, die einsetzbar sind, um diese gewisse Lücke zu füllen aus einer recht hohen Metaperspektive und Spiritualität
und einer ganz pragmatischen Sichtweise. Mir selber geht es besser und dem sozialen System, für das ich arbeite, geht es auch besser, wenn wir im Sinne des Ganzen, also aus einer Metaperspektive. Es sind dann noch 3-4 andere, die man selber in dem Buch nachlesen kann. Ich will zum Abschluss nur noch eins kurz erwähnen. Also es sind noch weitere Frauen auch dabei. So, Marlene Görg zum Beispiel, ne, die ist Journalistin und hat einen sehr schönen Text geschrieben, den ich aber entdeckt habe, fand, der gehört hier dazu. Und zwar auch eine noch sehr praktische Seite, die das von Bernd mit dem Geld und dem Ökonomischen noch sehr gut ergänzt. Das heißt, Wohlstand für die ganze Welt kann Wachstum klimagerecht sein. Das ist ja auch so ein langer Streitpunkt, in der sich die ganzen Parteien zerfetzen, miteinander, gegeneinander. Ne, brauchen wir weiter ein Wachstum? Kommen wir nicht drum herum, die Welt noch ein bisschen kaputt zu machen? Oder müssen wir erst damit aufhören, um die Erde zu retten? Und der Text zeigt das schön, das schließt sich gar nicht aus. Ne, wir müssen eher gucken, wie das zusammengehört, wie wir dazwischen pendeln, wie wir das verbinden können, um damit dann sogar einen Wohlstand für die ganze Welt, inklusive der Natur, entstehen lassen zu können. Ne, also auch diese Fragen spielen noch mit einer Rolle. Ja, und damit danke ich uns jetzt für diesen schönen menschlichen jetzt noch Einblick, Überblick über dieses spannende Buch, was jeder da noch für sich erschließen kann, wenn er möchte. Vor allem kaufen kann. Kaufen kann er. Es gibt noch weniger Exemplare.